Und während der Staat ein dickes Minus verzeichnet, haben die Bürger unterm Strich deutlich mehr auf dem Konto. Und das nicht nur bei uns in Deutschland. Weltweit sind die Vermögen auf einen Rekordwert gewachsen. Und der Grund dafür ist auch hier die Corona-Pandemie. Wie lautet die genaue Erklärung, Stefanie Barrett, an der Börse? Nun, einerseits hat die Pandemie viel menschliches Leid verursacht und die Wirtschaft ausgebremst. Auf der anderen Seite erholten sich die Aktienmärkte nach dem kurzen Schock wieder schnell, weil Milliarden Hilfspakete von Staaten und Zentralbanken die Krise abfederten. So wuchs laut einer Studie der Allianz das weltweite Geldvermögen der Haushalte 2020 um fast 10% auf die Rekordmarke von 200 Billionen Euro. Verbraucher waren zum Sparen gezwungen, weil Konsumgelegenheiten fehlten, Geschäfte und Theater geschlossen blieben und Reisen nicht möglich waren. So legten Haushalte mehr Geld auf die hohe Kante. Wer das Geld allerdings nur beiseite legte, musste zusehen, wie die Inflation am Ersparten knabbert. Aktienbesitzer profitierten dagegen und vermehrten ihr Geld, wie auch heute hier wieder zu besichtigen. Tatsächlich legten die Deutschen im Corona-Jahr ihren Ruf als Aktienmuffel ab und entdeckten die Börse für sich. 12,3 Millionen Aktionäre zählte das Deutsche Aktieninstitut vergangenes Jahr, so viel wie seit 20 Jahren nicht mehr. Experten beobachten allerdings auch eine wachsende Vermögensungleichheit. Vor allem die sogenannte Mittelschicht wird kleiner. Ihr Anteil am Gesamtvermögen nimmt weltweit weiter ab.